Zehntes Rennen, Start ins Osterwochenende und Start zur V3-Wette. Die Garantieauszahlung 2000 Euro. Wir sehen Kiss Me Bo mit Jantas de Jong als erstes bei der Parade. Jason Dragon folgt die 5 mit Erwin Bott. Die 3 dann Generally Rob de Vlieger. Das in den Besitzerfarben von Jan Spinks. Könnte es zum Schluss eng werden für Tsunami, wenn Jay Black ein bisschen weiter zurückliegt, dann könnte Tsunami Diamant hier Startziel triumphieren. Im Bild haben wir gerade den Startnummer 5 zu Jason Drake. Man kann natürlich auch noch sich ausgehen. Alternativ wäre dann noch ein Start in der Goldserie ja, vertretbar oder als Alternative vorgesehen. Also Jason Drake sehr gut Profilauf gemacht. Bo hat eine verdiente Pause bekommen, hat ein fantastisches Jahr gelaufen in der vergangenen Saison, also bereits 8-jährige Stute. Größter Triumph sicherlich. Wir wissen in der Zwischenzeit auch, warum der Check nicht gerissen. Genau, das war, aber man muss natürlich die Geld kriegen. Stute war zuletzt in Hamburg auch im Heat sehr, sehr giftig. Das Laufen als Vierter war völlig in Ordnung. Für die vorderen Gelder war sie chancenlos. Der Rennfahrer Kiss Me Bo, die 2 mit Jantas de Jong. Generally Rob de Vlieger mit der Startnummer 3. Daneben Kate Baldwin, Robin Bott, die 4. Jason Dragon, Erwin Bott, Startnummer 5. Bayoko Sattu mit Markus Bock mit der 6. Und Tsunami Diamant ganz ausschließen. Des 7er Feldes. 500 Meter sind getan, 1:16:0 lautet die erste Zwischenzeit und Tsunami Diamant weiter in Form vor Jason Dragon, Kiss Me Bo, dann General Lee, Kate Baldwin, Ivan Boko, Bayoko Sattu mittlerweile mit direktem Anschluss an das vordere Feld. Vom Ziel ab geht es dann noch einmal rum, das Tempo sehr gemächlich für diese Klasse, Michael Inschick hat es nicht wirklich eilig mit Tsunami Diamant, Jason bei General Lee. Position mit Ivan Boko. So kommen sie um die letzte Ecke herum und sind jetzt schon längst auf der Zielgeraden. Und jetzt wird es mal richtig flott werden. Tsunami Diamant außen. Jason Dragon mit dem Schlussangriff. Tsunami Diamant, Jason Dragon ganz an der Außenseite. Kommt jetzt auch Kate Baldwin noch mit schnellen Schritten heran. Jason Dragon außen knapp im Vorteil gegen Tsunami Diamant. Jason Dragon gewinnt dieses Mal für alle. Tsunami Diamant zweiter. Kate Baldwin, dann General Lee, dann Trading GmbH. Gezogen wurde er von den Dragon Trotters BV. Jason Dragon, Erwin Bott, die Sieger im 10. Rennen. Möchte ich einmal streicheln und jetzt komme ich zu dir. Herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg Nummer 3. Danke. Das war wirklich eine starke Vorstellung. Du hast rausgenommen, die letzte halbe war sage und schreibe 9-1. Ja, was ist das? Ja, aber natürlich die ersten Kilometer nicht schreiben. Aber es tut gut auf. Nur fliegen ist schöner, oder? Fliegen. Ja, natürlich. Wie ist
jetzt die weitere Planung mit Jason? Soll er in Frankreich laufen oder Schweden? Nein, ich denke jetzt mal Frankreich und das kann auch was in der Grenzung von Frankreich, dann ist gut um die lange Abstand. Und ja, keine Ahnung, vielleicht einfach mal Berlin oder so Schweden. Und die ganz gut was vorhin ist. Ikarus Lauf, wie wertest du seinen Lauf heute? Ja, außen rum, das macht er nicht. Aber wenn er sagt, die macht das ja auch mal jetzt alle 400 Meter. Ja, gut. Das passiert. Sie sind Rennen, sie sind immer Rennen. Und wenn man natürlich ein schlechtes Nummer hat, dann ist es schwer zu entscheiden. Aber du bist trotzdem, denke ich, relativ zuversichtlich und voller Freude nach Hause fahren. Ja, natürlich. Drei Sieger. 75%. Danke. Herzlichen Glückwunsch schon mal einmal. Hier, der Applaus bitte.